Promi-Geflüster ist mal wieder unterwegs in Tirol im schönen Zillertal. Und heute habe ich gleich eine ganze Familie hier bei mir am Tisch versammelt. Tirolerisch gespielt, so nennt sie sich. Und ja, wenn man so sieht, es geht wirklich volkstümlich zur Sache. Ich denke mal die Runde rum. Ich habe es mir jetzt hoffentlich die Namen richtig gemerkt. Von meiner Seite aus rechts der Michael und dann der Daniel. Dann haben wir die Hanna und der Paul. Genau. Und wenn ich den Paul so anschaue, er ist der, ja, doch schon der Älteste. Also und ich zwei, ne? Genau, so wie mir zwei. Und ich denke mal, das sind alles deine Kinder, oder? Habe ich das richtig? Die Hanna ist meine Tochter und der Daniel ist mein Bruder, mein Sohn. Und der Michael ist der Freund von uns. Okay, also der gehört jetzt nicht so wirklich dazu, der musikalische Freund. Ja, erzählt mal ganz kurz, tirolerisch gespielt, wie lange gibt es euch schon? Für uns gibt es, also die Familie Musik, wir musizieren schon seit wir also Kinder sein und die Gruppe in der Formation gibt es seit ca. 2011. Okay, also sind es doch jetzt muss ich rechnen, 8 Jahre dieses Jahr. Genau. Genau, ja. Richtig. Nicht schlecht. Was für Musikrepertoire ist es? Was spielt da alles? Was gehört dazu? Also sehr breit gefächert sind wir aufgestellt und zwar, so wie der Name schon sagt, tirolerisch gespielt. Machen wir natürlich auch traditionelle Volksmusik. Aber wir haben uns dann auch den Schritt gewagt und sind ein bisschen ausgegrast, wie man so schön sagt. Ja, und da decken wir jetzt von Filmmusik wie Flucht der Karibik bis hin zu Popnummern eigentlich alles ab mit unseren Tiroler Instrumenten. Interessant, jetzt die Harfe natürlich bei so Karibik, Flucht der Karibik und so, passt die da auch dazu? Ja, ich glaube, das passt alles ganz gut zusammen. Okay. Denn du spielst die Harfe, wie ich vorhin jetzt gesehen habe, bei der Probe. Ja, genau, ich spiele Harfe, ja. Ausgerechnet so ein großes Instrument. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich auf das gekommen bin, aber es hat mich halt als Kind allem schon begeistert und ja, es ist immer noch eines von meinen Lieblingsinstrumenten. Eines von den Lieblingsinstrumenten, was gehört noch dazu? Also nein, Klarinette spiele ich noch, aber sind okay. Also Harfe mag ich schon gerne. Ja. Auch auf der Bühne dann die Klarinette, kommt auch zum Einsatz, oder? Nein, eigentlich nicht. Okay. Ja, wie seid ihr musikalisch so oder instrumental aufgestellt? Was habt ihr alles? Was kommt zum Einsatz? Ja, eigentlich haben wir die normale Tiroler Volksmusik mit steirischer Harmonika, mit Hackbrett und Harfe und Kontrabass. Und wenn wir jetzt ein bisschen was Moderneres oder was Popiges machen, haben wir Percussion praktisch eines Cajon dabei mit eine Trompete dazu und aus dem machen wir irgendwie so einen Sound, der was halt für uns möglich ist und das kommt eigentlich ganz gut an. Prima. Und wie gesagt, ich bin jetzt auch schon sehr lange in der Szene unterwegs, aber ihr seid mir jetzt noch nicht so wirklich aufgefallen. Wo seid ihr überall anzutreffen? Wo spielt ihr überall? Also wir sind nicht aus dem Zillertal, wir sind aus dem Tiroler Oberland. Wir spielen eigentlich in ganz Tirol, wir spielen in Südtirol, wir spielen in Nordtirol bei verschiedenen Veranstaltungen und ja. Okay, sehr gut. Also Deutschland seid ihr auch schon? Ja, bei den Wirtshausmusikanten sind wir mal gewesen. Das kennt man natürlich, Wirtshausmusikanten im Bayerischen Rundfunk, ganz genau, richtig, da passt das ganz gut rein dann auch, ganz genau. Ja, also kann man es aber ein Stück weit dann vergleichen, so ein bisschen Stubenmusik, dass es so mal ein bisschen angefangen hat beim Paul, so von der Tradition her. Ja, Grundlagen sind sicher eigentlich, dass man daheim mit der Harfe spielt und ein bisschen Gitarre dazu und mal Weihnachtszeit oder wie es so eigentlich ist. Und so hat das eigentlich begonnen. Eigentlich viele Titel hat man in der Adventszeit so ein bisschen präsentiert nachher, was einem so gefallen hat, auch modernere Titel. Und durch das hat sich das eigentlich so entwickelt, die Mischung eigentlich, was man eigentlich macht auf der Bühne. So, wenn wir jetzt so schauen, es liegt auch eine CD vor. Hormat Feeling, also das klingt jetzt doch schon wieder ein bisschen englisch, sozusagen international. Wie viel D ist das? So schaut es aus. Das ist die zweite CD, ist aber allerdings schon 5 Jahre her, glaube ich. Okay, dann wird es aber Zeit, dass wieder was Neues kommt, oder was sagt der Michael dazu? Genau, da sind wir schon fleißig beim Basteln und da haben wir schon Visionen, also es wird nicht mehr lang dauern. Aber wir lassen uns da nicht stressen und ja, wir nehmen so viel als nur möglich von unseren Bühnenerfahrungen mit. Und dann, wenn der Zeitpunkt kommt, dann gibt es natürlich wieder eine neue CD. Wie schaut es aus? Sind es dann eigene Titel dann auch dabei, komponiert und textet ihr auch? Ja, der Großteil wird von, also werden eigene Titel sein. Und ja, wir komponieren auch. Der Michel, der Steirische, die Hanna und ich und der Papa textet. Und ja, da werden wir
eine Eigenproduktion starten. Genau, ja. Da sind wir noch schon gespannt. Also dann, wenn die draußen ist, dann unbedingt Bescheid sagen. Wir tauschen nachher mal unsere Kontakte mal aus. Liken, teilen heutzutage, seid ihr da auch zugange in den Social Medias? Ja, natürlich. Also man findet uns auf Facebook unter Tirolerisch gespielt eben. Und auch eine Homepage haben wir auch, tirolerisch-gespielt.at. Und ja, wir sind eigentlich ziemlich aktiv im Internet und es würde uns gefreuen, wenn irgendwer gefällt mir drucken würde. Sag's hier dein Fenster nochmal, die jetzt zuschauen. Also gefällt mir, Daumen hoch. Auch Instagram? Nein. Da noch nicht? Vielleicht wird es noch. Das gehört eigentlich dazu heutzutage, oder? Gerade deine Zielgruppe doch, oder? Was sagen deine Mitschüler so in deinem Alter? Also wir reden eigentlich nicht so über das, aber ja, ich habe halt kein Instagram als von dem her. Okay. Nehmen wir ja auch so, dass du jetzt in der Musikrichtung zugange bist. Gibt es da irgendwelche Volksmusik? Warum? Nein, eigentlich, hetzigerweise, gibt es das gar nicht. Also es gefällt den jungen Leuten genauso wie den älteren Leuten auch, ja. Okay, das ist ja schon positiv doch, definitiv, genau. Ja, was wolltest du jetzt gerade noch mit der neuen Social-Media-Plattform? Ich glaube, das lassen wir aus und warten auf den neuen Hype und da schlagen wir dann wieder voll zu. Okay, du meinst das Instagram, du meinst, da gibt es schon wieder eine neue Sache dann, ja? Das kann sein, es geht ja immer recht schnell, bis da wieder was Neues am Markt ist dann oder auf den Medienplattformen, genau. Ja, dann wollen wir mal sehen, was er heute Abend so uns darbietet und was ihr habt. Wir werden bestimmt eine oder andere noch ein bisschen ein paar Takte mitverfolgen, wenn wir dürfen, dass man noch ein bisschen was sieht und hört. Ich sage erstmal herzlichen Dank. Die großen Instrumente, die sieht man ja nachher in Form der Harfe, genau, Hackbrett. Kontrabass habt ihr auch noch dabei, die größten. Wer spielt den Bass? Pauli. Das muss ich machen, ja. Mal Bass, mal besser, oder wie heißt es so schön? Immer wieder besser, deutsch zu sagen. Es wird immer wieder besser. Nein, das ist sehr gut, sehr gut. Okay, dann sage ich mal herzlichen Dank an dieser Stelle. Wir bleiben natürlich noch ein wenig hier im Zillertal, denn auch in den nächsten ein, zwei weiteren Folgen, die hier noch kommen, wird man noch ein paar Gruppen vorstellen. Erstmal herzlichen Dank fürs Zuschauen. Teilt und liked unseren Kanal und natürlich auch nicht vergessen, Promi-Time einzuschalten mit dem Kollegen Benny, der natürlich allerdings eine ganz andere Musikform für euch bereithält. In diesem Sinne, macht's gut!